Hallo, hier ist das Supportnet aus Berlin. Mein Name ist Jakob und ich gucke mir heute mal die Wolfpack-Seite an, die sich mit den Vorwürfen gegen Bundespräsident Wolf beschäftigt. Wir sehen hier also auf der Seite, dass die Vorwürfe gesammelt sind. Einmal geht es um den Privatkredit, einmal geht es beispielsweise um die Urlaubseinladung oder auch um den ominösen Anruf bei der Bild-Zeitung. Die Seite beschäftigt sich auch mit Vorwürfen gegen das Umfeld von Christian Wulff. Da geht es um seine Frau und beispielsweise um seinen ehemaligen Pressesprecher. Ich kann hier also jede einzelne Seite anklicken und finde dann zum Beispiel den aktuellen Stand, die Vorwürfe, den Sachverhalt, alles sehr genau und akribisch aufgelistet mit vollständigen Quellenangaben. Auf den ersten Blick macht die Seite also einen sorgfältig recherchierten Eindruck. Besonders interessant ist für mich persönlich dieser ominöse Anruf bei der Bild-Zeitung. Und da ist es den Machern von Wolfpack gelungen, diese Mailbox-Nachricht aus verschiedensten Quellen mittlerweile fast vollständig zu rekonstruieren. Das finde ich sehr spannend und das hilft mir ungemein, mir ein eigenes Bild über die Vorwürfe gegen den Bundespräsidenten zu machen. Wer mitarbeiten möchte, ist wie immer bei solchen Projekten herzlich eingeladen. Ganz wichtig ist aber, wie gesagt, den Machern oder den Organisatoren von Wolfpack, dass jeder Hinweis auch tatsächlich belegt werden kann. Guckt es euch doch einfach mal selbst an und ich bedanke mich so lange für eure Aufmerksamkeit. Tschüss! Thank you.